Wer bist du wirklich? Und was bist du vorher gewesen? Was hast du getan und an was denkst du? Wir wollten keine Fragen stellen. Hallo? Hallo Liebling, pack die Handtasche. Ja, es ist soweit, wir müssen nach Casablanca. Warum nach Casablanca, Mensch? Mädel, der Bogart ist da, der Humphrey Bogart. Ja, mein Bogi, du weißt doch, der HB-Mann aus Hollywood. Wo warst du gestern Nacht? Das ist schon so lange her, dass ich es nicht mehr weiß. Kommst du heute Nacht? Ich mache nie Pläne im Voraus. Und wo immer ich auch sei, vergiss nie, dass ich... Ich sage dir, der Bogart ist ein Ass. Ja, ein Ass ist er auch. Wie der mit den Miezen umgeht, da knattern die Kontakte. Küss mich. Küss mich, als ob es das letzte Mal wäre. Seien Sie kein Narr, das ist überhaupt nicht. Helfen Sie mir! Sie müssen mir helfen! Tun Sie was! Rick! Sollte man mich einmal abholen, Rick, weiß ich, dass ich mich auf Sie verlassen kann. Ich riskiere meinen Kopf für niemand. Stehen lassen. Ein starker Typ, der Bogart, ja. Der gewinnt, wie er will. Bei den Frauen. Und. Oh, Boggy, was machst du denn da? Okay, schon weg, du verrückter Russe. Sagen Sie, wird hier ehrlich gespielt? Ehrlich? Was Herr Bogart in Casablanca noch macht? Na, Boss spielen, ja? Boss einer Bar, Boss einer Spielhölle. Pässe verschieben, Frauen und Polizei aufs Kreuz legen. Ja, na und natürlich die Bergmann-Lieben, die Ingrid, weißt du, die kühle Blonde aus dem hohen Norden. Ja. Dieser Pass ist schon lange abgelaufen. Sie kommen mit. Pass auf, Liebling, ich kann dir nicht den ganzen Film erzählen. Der Bogart spielt eben mit. Mein Humphrey Bogart, mein Boggy, ja. Und den musst du sehen, also. Okay, Woody, also. Auf Wiedersehen, in Casablanca. Nein, hier im Kino.